Was aussieht wie die Szenen einer romantischen Komödie, ist die Liebe von Lady Gaga und Michael Polanski. Die Sängerin trifft in Venedig ein, wo aktuell die Filmfestspiele stattfinden. Hier promotet sie ihren neuen Film Joker Folia 2, in welchem sie die Psychiaterin Harleen Quinzel spielt. Und schon die Ankunft ist filmreif. Lady Gaga und ihr Freund Michael kuscheln, umarmen und küssen sich. Seit 2020 sind die Schauspielerin und der Unternehmer ein Paar, zeigen sich nun jedoch verliebt wie am ersten Tag. Erst kürzlich machten die beiden mit ihrer heimlichen Verlobung Schlagzeilen. Das Paar war zu Gast bei den Olympischen Spielen in Paris. Als die Sängerin den französischen Premierminister Gabriel Attal begrüßte, stellte sie ihm Michael als ihren Verlobten vor. Rund einen Monat später zeigen die beiden ihr Liebesglück in Venedig.